So, Lüftung wieder aus. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen. Ah, ja. Ja. Also ein bisschen mehr Leistung, wenn der Severin hätte, wäre das nicht schlecht. Das muss ich jetzt schon, mittlerweile schon sagen. Aber es funktioniert. Kann man vielleicht vergleichen mit einem günstigen Gasgrill. Mit einem von den wirklich günstigen Gasgrills. Also da kommt es in der Leistungsklasse ungefähr hin. Jo, das ist ja meine Meinung dazu. Aber er funktioniert. Und wie ich schon gesagt habe, es ist halt Grillen auf dem Rost. Und die anderen zwei mache ich tatsächlich nachher im Opti-Grill oder später. Je nachdem. Nein, ich esse kein Toastbrot dazu. Na, komm runter. Ja, mein Brötchen wäre soweit angetoastet. Wie gesagt, da haue ich mir jetzt so eine Kräuterbutter drauf. Wie sieht das Ding mittlerweile aus? Ja, das kann schon noch ein bisschen. Es dauert halt alles ein bisschen länger auf so einem Grill. Naja, so, zweimal hin und her getrennt. Ich glaube, das reicht jetzt. Ja, mit der Farbe. Tja, was soll ich da sagen? Wäre mir anders auch lieber. Aber bevor die mir jetzt ganz verkokeln, essen. Obwohl, wenn ich mal sie jetzt so anschaue, so schlecht sehen sie ja gar nicht aus. So schlecht sehen sie gar nicht aus. Doch sind sie auf alle Fälle, waren auch lang genug drauf gelegen. Ja, und dann wollen wir doch mal probieren. Solche Sachen werde ich dann zum Beispiel auch draußen in der Natur machen, wenn es mal schöner ist, dass ich mir selber Steaks einlege, was ich euch dann natürlich zeige, dann irgendwo hinausfahren, den Grill aufbauen, befeuern und dann einfach grillen. Ja. Und das ist jetzt die Senfmarinade. Also das schmeckt jetzt geiler, als ich mal gedacht habe. Geil! Und jetzt ist mit der Paprika. Geil! Und hier herin ist die Bude schon wieder total verräuchert. Naja. Dazu so ein einfach angegrilltes Mischbrot. Reicht mir jetzt als Essen vollkommen aus. Und später oder morgen, je nachdem, mache ich es dann noch auf dem Opti-Grill. Und dann haben wir einen direkten Vergleich. Also deswegen sage ich jetzt noch nicht Tschüss. Es geht weiter. Bis gleich. Hey ho, meine Lieben. Eine zweite Runde am Start. Wieder eine Scheibe Brot. Meine Gourmetle Kräuterbutter. Und natürlich die zwei restlichen Steaks. Und hinter mir steht schon der Teefall. Und da gehen wir jetzt direkt rüber. Oder drehen uns um. Oder ich drehe mich um und nehme euch mit. So, da haben wir es. Die Steaks, die sind natürlich heute noch besser durchgezogen als gestern.
Und eins kann ich jetzt schon sagen, das Ding wird definitiv mehr Röstaromen geben. Weil ich mache das Scharfe am Braten ein. Auf 6 kann man es ja lassen. Ja, definitiv. Hey, geht zurück. Jetzt 6 Schafe anbraten ein. Okay, was einfacheres gibt es ja gar nicht als den. Wird vorgeheizt und wenn er vorgeheizt ist, klatschen wir einfach die 2 Steaks drauf, warten bis das Ding piepst und sagt fertig. Loderle, nach gefühlten Ewigkeit Speisen einlegen. Das machen wir natürlich sofort und auf der Stelle. So, hier nochmal ein bisschen was von dem Zeug drauf. So. Und Klappe zu, Affe tot. Bitte wird berechnet. Wie ich es auch schon mit der Feuerplatte gesagt habe, das ist zwar ein geiles Teil, der Tefal Opti-Grill, aber es ist halt wieder kein Grillrost. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe meine persönliche Meinung dazu und fertig, aber nichtsdestotrotz macht auch dieses Teil saumäßig Spaß. Man kann richtig geile Sachen drauf machen. Ja, Punkt, meine Meinung. Tja, und so dünne Steaks gehen halt ruckzuck da drin. Und wir werden es gleich sehen. Es gibt richtig schöne Röstaromen. Durchgebraten in 1,40. Schauen wir mal. Ja, können wir schon noch ein klein bisschen. So, das war's. Legen wir sie runter. Und die sehen schon mal gleich ganz anders aus. Aber hier schmeiße ich jetzt noch ganz schnell das Brot drauf und nutze so sozusagen jetzt noch die Restwärme aus. Noch die Senfsoße. Ja, komm, das reicht schon. Ja, die Senfsoße hat es in sich. Noch schnell mein Brötchen mit meiner Butter bepinselt und tja, aussehen tun sie ja schon ein bisschen besser als von dem anderen Grill. Aber jetzt gucken wir mal, ob sie irgendwie anders schmecken oder sonstiges. Und ja, durch sind sie, ab in den Hals. So, probieren wir erstmal das mit der Honig-Senf-Marinade. Ja, die Marinade kommt ein bisschen anders rüber heute. Und ganz ehrlich, vom Fleisch her, von der Konsistenz, fand ich es vom Severin irgendwie besser. Muss ich ganz ehrlich gestehen, kann jetzt auch Einbildung sein. Ist ja auch ein Tag später. Ich meine, dass das etwas
zäher ist. Kann mich jetzt auch täuschen, ich weiß es nicht. Doch, vielleicht auch nicht. Auf dem Severin wird es ja im Prinzip bei etwas niedriger Temperatur etwas länger gegart. Und das kann natürlich was ausmachen. Naja, aber schmecken, vom Geschmack her ist es genau dasselbe. Und ja, fertig bin ich nun mit dem Video. Mehr Spaß macht es auf dem Severin, sage ich ganz ehrlich, weil es ist der Grillrost. Macht mir persönlich einfach mehr Spaß. Ja, gut. Einfacher geht auf dem Opti-Grill. Definitiv. Gut, das war's jetzt. Ich schaue, was ich dann als nächstes machen werde. Ich denke, dass diese Woche auch vielleicht 2 oder 3 Videos kommen. Schauen wir mal. Und vielleicht mache ich mal ja heute oder morgen mal wieder leckere Eskimo-Rolls. Aber nicht auf dem Kanal hier. Okay, das war's. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, Abo, freundliches Kommentar, das Übliche. Und ich gehe jetzt erstmal die Bude lüften und essen. Yummy. Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal.